Das Intro kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über Paulina und Sandra und irgendwo auch ein bisschen über Alex, denn es gibt ein bisschen Temptation Island Drama, das sich verselbstständigt hat. Und nun schießt Paulina gegen Sandra und Sandra hat ebenso geantwortet. Außerdem hat sich ein Verführer aus Paulinas Staffel auch noch eingeschaltet und Paulina hat Alex verteidigt, der ja aktuell ziemlich krass auf Instagram geroastet wird, wegen seiner ganzen Love-Story mit Verführerin Vanessa, obwohl er ja, nun, bei Temptation Island gehen ja nur vergebene Leute hin, also vergeben war. Falls jemand keine Ahnung haben sollte, was es eigentlich mit dem ganzen Alex-Drama auf sich hat, werde ich das entsprechende Video für euch natürlich unten verlinkt haben, da könnt ihr euch das anschauen. Es ist zu viel, um das jetzt hier zusammenzufassen. Es ist einfach wirklich eine verrückte Situation. Dieser Typ wird ja gefühlt von der Erde bis zum Mond von allen möglichen Leuten geroastet. Gefühlt jeden Tag eine neue Erklärung, warum eigentlich das, was so von ihm da kommt in der Sendung, eigentlich okay ist. Und daraus entstehen ja alle möglichen Streitereien, so wie seine Streiterei mit 404, so wie seine Streiterei mit Salvatore, so wie seine Streiterei mit Christina wahrscheinlich auch, aber die dürfen ja, glaube ich, bis die Ausstellung fertig ist, jetzt nichts öffentlich austragen. Er hat sogar mit Julia Oemler gestritten, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe es euch ja auf Instagram gepostet, aber hier hatte sie unter einem Reel kommentiert gehabt von Temptation Island und hatte dazu geschrieben Heuchler und dann hat er unter dem Reel, okay, das ist auf Drittseiten passieren, diese Streitereien teilweise, wie eben hier, dann eben unter ihrem Kommentar kommentiert gehabt, bist du immer noch nicht drüber hinweggekommen, dass ich mich bei Love Island damals gegen dich entschieden habe. Woraufhin Julia Oemler diesen Kommentar gepostet hat und dazu meinte, Alex, bin mir nicht sicher, aber wir können ja einfach mal bei RTL Plus nachschauen, wer sich gegen wen entschieden hat. Auch wenn meine Wahl Folgen hatte, bin ich dankbarer denn je, dass ich so einen ekligen Menschen wie dich nicht genommen habe. Und wenn du von dem Spiel redest, da hattest du ja auch nicht die Eier zu deiner Wahl zu stehen und hast es dem Sender in die Schuhe geschoben. Eine Frau zu dem Zeitpunkt deine Frau so bloßzustellen, so dreckig zu behandeln und dann so eine Show abzuziehen, wow, nie einen charakterloseren Menschen gesehen, kannst wirklich stolz auf dich sein. So scheiße zu sein ist auch eine Leistung. Also, wie man merkt, alle möglichen Leute streiten sich mit ihm. Interessanterweise hat Paulina ihn jetzt aber in Schutz genommen. Ich denke, es wäre viel zu lang, das jetzt alles hier mit reinzunehmen, aber sie hat unterm Strich Alex ein bisschen in Schutz genommen. Und ich muss auch dazu sagen, ich kenne den Alex mittlerweile schon ein paar Jahre. Wir waren früher immer sehr oft in einem Freundeskreis zusammen unterwegs, von daher kenne ich ihn auch, wie gesagt, sehr viel privat, so freundschaftlich. Und egal, wie er dort handelt, was er dort macht, ich kann nur sagen, er ist privat ein unheimlich lieber Mensch und auch niemand, der irgendwie scheiße Frauen gegenüber ist oder irgendwie absichtlich jemandem wehtun wollen würde. Ein paar Minuten lang in ihrer Story und manche Stimmen sagen, das ist, weil sie vielleicht damals bei Temptation Island auch nicht allzu gut davon gekommen ist. Denn es gibt jetzt natürlich Vorwürfe, dass sie Alex nur verteidigen würde, weil sie eine ähnliche Situation damals bei Temptation Island hatte, auch mit dem Verführer. Ich glaube, die haben damals rumgeknutscht oder so. Und sie wurde damals jetzt ziemlich heftig für fertig gemacht, unter anderem von Sandra. Und an diese hatte sie dann im Zuge des Temptation Island-Themas einige Worte gerichtet. Und auch nochmal eine ganz andere Sache zu einer gewissen Dame, die dort auch teilnimmt. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, dass eine gewisse Teilnehmerin dort letztes Jahr, also beziehungsweise als meine Staffel ausgestrahlt wurde, mit an vorderster Front war, so fett über mich abzulästern, herzuziehen, wie asozial und schlampig ich mich verhalten würde und wie ich meinen Partner verletzen würde und keine Ahnung was. Sandra, ich weiß nicht, also bis jetzt hast du da drin vor der Kamera noch nicht rumgeknutscht, aber was machst du denn da drin? So, weißt du, was ich meine? Ich meine, ich muss zu dieser Scheiße nichts sagen, einfach weil ich weiß, wie schlimm das ist, wenn alle Leute auf einen draufgehen und das wünsche ich auch niemandem und jeder macht auch mal Fehler in seinem Leben. Aber ich wundere mich gerade, dass sie so eine dicke Fresse hatte und so heftig gegen mich gehetzt hat und da drin, Girl, also ich glaube nicht, dass du noch mal irgendwas sagen sollst. So, wie gesagt, ich möchte jetzt auch keinen Stress oder sonst irgendwas anfangen, aber ich wollte es einfach ein einziges Mal gesagt haben, da eine gewisse Person, der jetzt offensichtlich merkt, wie schnell man sich daneben benehmen kann und dass man vielleicht auch mal Sachen macht, die den anderen verletzen, ohne dass man möchte, dass man den anderen verletzt. Und dass es nicht cool ist, als Frau vor allem,
eine andere Frau so heftig runterzumachen und sich lustig zu machen. Und Sandra hat da dann auch instant drauf reagiert und hat eine Story gepostet, die war einmal Screenshots von Paulinas Story, von Dominik's Story, das ist der Verführer, der Schuldige damals, und dann eben noch Ausschnitte von denen von Temptation Island, wo man sieht, dass die sich sehr nahe gekommen sind. Und dann hat sie dazu geschrieben, ja genau, hier mal kurz euer Verhalten in der Show, falls ihr das vergessen habt. Woraufhin Dominik ebenfalls reagiert hat und dann geschrieben hatte, euer Verhalten, ein wichtiges Detail hat sie, glaube ich, dabei vergessen. Meine Aufgabe in der Show war es zu verführen und ihre treu zu bleiben. Aber wer weiß, vielleicht gefällt das Sandra die Verführerrolle besser, dabei schlägt sie sich echt gut. Also auch eine Anspielung darauf, dass Sandra ebenfalls nicht allzu gut wegkommt. Aber er hat natürlich recht, er musste niemandem treu sein, er war einer der Verführer. Sandra erhält ja auch jetzt während der Ausstrahlung wegen ihrem Verhalten auch natürlich negatives Feedback. Nicht so negativ wie Alex Feedback, aber auch negatives Feedback. Und sie hatte sich dann zu einer kleinen Verschwörung geäußert, denn jemand hatte kommentiert, das hat sie dann in ihrer Story gepostet. Ich glaube, für sie als sehr lieben, empathischen Menschen war es nicht leicht mit einer Christina zum Beispiel. Und da hängt man sich an dem, mit dem man sich gut versteht. Flocke, that's it. Aber Hauptsache, irgendjemand wird geschämt. Woraufhin jemand behauptet hat, Sandra hätte diesen Kommentar geschrieben, um sich selbst da in Schutz zu nehmen. Und da stand dann, wenn man seinen Partner schon so verarscht, dann sollte man auch nicht einen Fake-Account sich selbst in Schutz nehmen, sondern Arsch in der Hose haben und dazu stehen. Was sie wiederum damit kommentierte, erstens habe ich meinen Partner nicht verarscht. Die Bilder waren sehr schlimm für Tommy und das sehe ich voll ein. Zweitens, ich habe es nicht nötig, mit irgendwelchen Fake-Profilen hier zu kommentieren. Dies hier ist mein einziger Account, womit ich kommentiere. Drittens, man sollte die Meinung anderer akzeptieren, aber die akzeptieren nicht die Meinung anderer. Mein Gott, wieso ist das alles so kompliziert? Und dann hat sie schließlich noch ein Video-Statement aufgenommen, in dem sie sich noch einmal zu Paulina und auch jetzt den ganzen Aussagen zu ihrem eigenen Verhalten geäußert hatte. Ja, dann gehe ich an mein Handy und sehe einen Promi-Flash-Beitrag. Herzlichen Glückwunsch, Paulina, dann hast du es ja geschafft, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will dazu nur ganz kurz was sagen. Da steht drin, ich hätte gelästert. Tommy und ich haben uns halt die Folgen angeschaut und ich weiß nicht, wer es geschaut hat, hat es ja wohl selber gesehen, dass sie fremdgegangen ist, dass Henrik am Boden zerstört war. Es heißt nicht, also ich will damit nicht sagen, dass meine Bilder jetzt nicht schlimm sind. Auf gar keinen Fall, ihr könnt da auch eure Meinung zu haben, ist alles gut. Aber ihr könnt das nicht vergleichen, meiner Meinung nach, weil sie ist da. Deswegen habe ich sie auch gestern gepostet, dass sie da im Pool rumgeknuscht hat. Hey, das habe ich halt nicht gemacht. Ja, ich habe auch meine Fehler gemacht, ich gebe es auch zu. Aber bitte vergleicht es nicht. Mehr werde ich zu diesem Thema jetzt auch definitiv nicht mehr sagen. Ich kümmere mich jetzt lieber mal um schöne Themen. Nun, so viel dazu. Es kam jetzt erstmal nichts weiter. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Was denkt ihr, wer hier im Recht ist? Paulina? Sandra? Alex? Niemand? Lasst es mich gerne wissen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.